Heute Nachmittag kam es auf der Fietenhöhe zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Es waren alle drei Wachen der Berufsfeuerwehr sowie eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. 11 Personen wurden verletzt und mussten teilweise über eine Leiter gerettet werden. Rettungskräfte waren vor Ort, trotzdem mussten die Verletzten ins Krankenhaus gebracht werden, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen. Heute wurde im Fall Baby Ben das Urteil bekannt gegeben. Der Vater des getöteten Ben gestand bei der Polizei die Misshandlung und zog sein Geständnis später wieder zurück. Nun wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Mutter des kleinen Ben wurde zu 4 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, da sie sich des Totschlags durch Unterlassen schuldig gemacht hat. Am Samstag gegen 4 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf dem Stapper Weg ein Opel Corsa auf. Der Fahrer fuhr sehr unsicher und in Schlangenlinien. Als die Polizeibeamten das Anhaltesignal am Streifenwagen einschalteten, gab der Fahrer Gas. Dabei verlor er mehrere Male die Kontrolle über seinen PKW und überfuhr rote Ampeln. Erst auf dem Stockholtweg, wo der Fahrer einen Streifenwagen rammte, gelang es der Polizei, den Fahrer zu stoppen. Er wehrte sich heftig bei der Festnahme. Der Mann, ein 32-jähriger Reiter und seine Beifahrerin standen unter starkem Einfluss von Drogen und Alkohol. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen waren gestohlen.